um extra schlecht auszuschauen. Ihr seid alle da, um die Vorher-Nachher-Ergebnisse zu sehen. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ja, wie du schon im Titel gelesen hast, geht es heute um meine Diätergebnisse. Ich habe jetzt meinen Cut beendet und habe mir gedacht, ich habe es auf Instagram zwar schon gezeigt, also falls du mir dort folgst, hast du schon ein bisschen was gesehen, aber ich wollte hier auf YouTube nochmal genauer drauf eingehen und auch nochmal ein paar Zahlen und Daten und Fakten mit euch teilen. Ich glaube, das interessiert ja immer ganz viele. Und natürlich auch Vorher-Nachher-Bilder. Kommt jetzt ein Gewitter. Ich hoffe, man hört das nicht im Video. Oder ist das Wind? Ich sehe keine dunklen Wolken. Also, probably ist es nur Wind. Ja, bevor wir jetzt in das Video und das Thema reinstarten, noch kurz Werbung in eigener Sache. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf meiner Homepage vorbeischaut. Die ist unten in der Infobox verlinkt. Und ihr könnt euch für Coachings bei mir bewerben. Und schaut da gerne auf jeden Fall vorbei. Da seht ihr auch noch mal ein paar Bilder von mir und ja, erfahrt ein bisschen mehr über meine Philosophie, noch zusätzlich zu den Dingen, die ich in den Videos schon mit euch geteilt habe. Aber ja, ich würde sagen, jetzt starten wir in das Thema rein, weil ihr seid alle da, um die Vorher-Nachher-Ergebnisse zu sehen, denke ich mal. Also nochmal kurz zusammengefasst für all die, die die Videos davor vielleicht nicht gesehen haben. Ich war jetzt 13 bzw. 14 Wochen auf Diät, wobei die 14. Woche war jetzt nicht mehr ganz so streng, also ich habe es nicht ganz so genau genommen, aber die habe ich einfach noch spontan angehängt, nachdem ich dann erfahren habe, dass ich am Ostermontag ein Fotoshooting machen kann und dann wollte ich nicht davor irgendwie unnötig viel Wasser ziehen vor den Bildern, sagen wir mal so, und habe das halt noch ein bisschen fortgeführt und dann quasi mit Ostern, mit der Osterjause meine Diät beendet und mit vielen, vielen Carbs. Ja, das war alles sehr lecker, hat gut geschmeckt, war ein schöner Tag. Und ja, also wie gesagt, es waren eben 14 Wochen Diät dann in dem Fall. Ich habe euch in den anderen Videos eh schon erklärt, dass das ein bisschen ein Auf und Ab war und ich dazwischen auch verletzt war und krank war. Das heißt jetzt nicht ganz 14 Wochen durchgängig im Defizit und auch nicht Training, immer on point. Aber trotzdem bin ich mit dem Ergebnis zufrieden und möchte jetzt die Diät damit auch beenden und mich neuen Zielen widmen. Ich werde euch jetzt da ein paar Fotos einblenden, dass ihr seht, was sich so getan hat. Ich werde gleichzeitig am Handy ein bisschen mitschauen, damit ich auch weiß, was ich euch so erzähle. Wundert euch bitte nicht über das Kabel, aber dieses Handy ist auch gleichzeitig mein Mikrofon, also mein Mikrofon steckt da dran. Deswegen steckt da auch das Kabel dran, aber wir lassen uns nicht irritieren. Ich hoffe, es nimmt jetzt weiter auf, sonst haben wir dann ein Problem mit dem Ton. Also wer mir auf Instagram folgt, der hat die Bilder schon gesehen. Aber ich möchte jetzt hier eben noch ein bisschen genauer darauf eingehen, wie und was für Veränderungen ich sehe. Also gestartet habe ich die Diät im Jänner nach meinem Portugal-Urlaub, nach viel, viel, viel Essen im Urlaub und dementsprechend war die Form da wahrscheinlich nochmal ein bisschen schlechter als vor dem Urlaub. Aber ich habe leider keine Bilder gemacht in der ersten Woche. Ich ärgere mich jetzt im Nachhinein ein bisschen, aber gut, es ist wie es ist. Aber dann nach einer Woche Diät habe ich die ersten Bilder aufgenommen und das sind auch die Bilder, die ich euch jetzt hier einblende. Also auf der einen Seite seht ihr jetzt ein Bild von Jänner. Wie gesagt, da habe ich schon eine Woche gecuttet und so hat das dann ausgeschaut. Also da war sicher schon ein bisschen was an Wasser draußen. Also bei den Beinen, finde ich, sieht man jetzt nicht so einen riesigen Unterschied auf dem Bild, weil ich bei den Beinen grundsätzlich, gerade Beinvorderseite, genetisch bedingt als letztes Fett zunehme und ja, auch als erstes wieder abnehme. Ich lagere mein Fett halt genetisch bedingt eher an den Armen an, besonders auch Körpermitte. Ich glaube, vielen Frauen geht es so oder vielen Personen allgemein. Also Körpermitte, ganz stark auch da seitlich beim Rücken, also diese Love Handles oder wie man das eben nennt, sind bei mir immer ausgeprägt. Leider ist es jetzt nicht ganz eins zu eins dieselbe Pose, aber am Anfang von meiner Diät war ich noch nicht so skilled mit meinen Posen, beziehungsweise dachte ich, es reicht eh, wenn ich mich einfach nur einmal rundherum drehe und das passt schon, dann wird man schon den Progress sehen. Aber von Formcheck zu Formcheck habe ich mir dann doch ein bisschen mehr Mühe gegeben mit meinen Progress Pictures und
Videos und dementsprechend ist es jetzt ein bisschen eine andere Pose, aber es ist ziemlich ähnlich, würde ich sagen. Es ist auf jeden Fall immer dasselbe Licht. Also das ist auch für euch als Tipp vielleicht ganz wichtig. Wenn ihr solche Aufnahmen macht, schaut, dass ihr es am selben Tag immer macht. Also zum Beispiel, ich habe es immer am Montag gemacht, auch um dieselbe Uhrzeit. Ich habe immer Montag in der Früh auf nüchternen Magen, also gleich nach dem Aufstehen, die Bilder und Videos gemacht. Und ich habe den Vorteil, dass ich ja die Videolichter habe. Das heißt, ich habe mir einfach eine Softbox aufgestellt und hatte somit auch immer dieselben Lichtverhältnisse bei meinen Aufnahmen. Und dann kann man es halt am besten vergleichen, die Bilder. Weil ich werde euch später dann noch Bilder einblenden vom Shooting und dann seht ihr, Licht ist alles oder Licht und Schatten. Das macht einen großen Unterschied. Deswegen, ja, achtet darauf, wenn ihr selber euren Progress dokumentieren wollt, dass ihr die Bilder wirklich immer bei ähnlichem Licht macht und wie gesagt, auch um eine ähnliche Tageszeit und am besten auf nüchternen Magen, damit ihr das wirklich gut miteinander vergleichen könnt. Also was sieht man noch bei der Frontansicht? Ich finde eben, dass man den stärksten Unterschied wirklich bei der Körpermitte sieht, dass der Bauch freier geworden ist, dass da einiges weggegangen ist. Man sieht es auch ein bisschen an den Beinen. Ich finde, man sieht es auch ganz stark an der Brust und an den Armen. Gerade bei der Brust sieht man, dass davor der Sport-BH mehr nach unten gezogen wurde, als es jetzt wird. Und die Arme sind auch schmäler geworden. Jetzt blende ich euch noch zwei Bilder von der Seitansicht ein. Also von der Seite finde ich, sieht man jetzt am deutlichsten den Unterschied auch wieder bei der Körpermitte, dass die schmäler geworden ist, dass da was weggegangen ist und auch beim Po, dass der vorher quasi ein bisschen weiter runtergegangen ist. Zwar auch mehr Masse hatte, aber halt mehr Fettmasse in dem Fall und jetzt einfach ein bisschen freier geworden ist. Ihr fragt euch jetzt sicher, wie viel Gewicht zwischen den zwei Bildern liegt. Ich würde jetzt mal vorschlagen, jeder, der es nicht von Instagram weiß, pausiert jetzt mal kurz das Video und schreibt mal unten eine Schätzung in die Kommentare. Es würde mich interessieren, was ihr glaubt. Und ich verrate es euch gleich. Ja, und zwar liegen zwischen den zwei Bildern circa 5,5 Kilo. Das heißt, es waren 0,4 Kilo circa pro Woche. Was ich persönlich eine sehr gesunde Abnahme finde und ich mir auch persönlich als Ziel gesteckt habe, so circa eben ein halbes Kilo pro Woche zu verlieren. Und natürlich kann man in dem Zeitraum auch viel mehr verlieren, aber mir war es auf jeden Fall wichtig, dass ich diese Diät gesund gestalte, dass es meinem Körper währenddessen gut geht, dass meine Energielevel da bleiben, dass meine Muskeln erhalten bleiben und dass ich einfach meine Bodykomposition sozusagen verbessere. Und auch nachdem mir davor ja quasi schon total egal war, was ich esse, weil ich so lange im, nennen wir es, Aufbau war, ein bisschen wieder mehr Freude am Essen zu haben. Und das habe ich auf jeden Fall erreicht. Also wer auf Instagram mir folgt, sieht, dass ich jetzt öfter wieder mal irgendwelchen Food-Content hochgeladen habe und mir auch definitiv wieder mehr Spaß macht zu kochen und ich mir mehr Gedanken mache über das Essen, aber in einer gesunden Form, in einer positiven Form und nicht irgendein krankhafter Food-Fokus, sondern es macht mir Freude, aber gleichzeitig esse ich auch trotzdem in der Früh zu 99,9% noch Porridge und am Abend meistens meine Cheesecake Bowl und ich liebe das. Ja, aber jetzt ist es halt sehr ausbalanciert und das hat mir diese Diät auch ermöglicht und darüber bin ich sehr, sehr, sehr happy. Ja, und ihr fragt euch jetzt vielleicht, was jetzt meine weiteren Ziele sind. Ich habe es ja im letzten Video, wo ich drüber gesprochen habe, schon ein bisschen anklingen lassen. Und zwar möchte ich meine Bodykomposition noch mehr verbessern. Also definitiv möchte ich noch mehr Muskulatur aufbauen und aber auch noch ein bisschen weiter meinen Körperfettanteil reduzieren. Ich denke, da ist noch auf jeden Fall was möglich. Jetzt ist natürlich zuerst mal die Aufgabe herauszufinden, was jetzt mein Erhalt ist. Der hat sich sicher verändert durch die Diät, ist ja logisch, weil jetzt bin ich leichter geworden. Das heißt, er ist sicher ein bisschen niedriger, als er es davor war. Und ja, jetzt werde ich mich die nächste Zeit mal damit beschäftigen, herauszufinden, wo mein Erhalt momentan liegt. Und dann entweder ganz leicht unter Erhalt oder wirklich direkt auf Erhalt essen und schwer und progressiv trainieren, um Progress, was Kraft und Optik betrifft, zu machen. Und weiterhin möchte ich mich dabei sehr, sehr gut beobachten und möchte in diesem Mindset bleiben, das ich jetzt die ganze Diät über hatte, das mir eben ermöglicht hat, mich so gut zu beobachten, meinen Körper so gut kennenzulernen. Und ja, das ist wieder eine neue Chance, noch mehr über mich und über meinen Körper zu lernen.
und über mich hinauszuwachsen und ich freue mich drauf. Ja, werde euch da auf jeden Fall mitnehmen. Ja, und was wäre ein Video von mir ohne irgendwelchen Deep Talk oder irgendwelche anderen Messages noch? Deswegen möchte ich euch jetzt am Ende noch Shootingbilder einblenden und möchte euch in Erinnerung rufen, dass Licht und Schatten oder auch die Winkel einen großen Unterschied machen, wie wir ausschauen. Behaltet das unbedingt immer im Hinterkopf, wenn ihr auf Instagram oder wo auch immer Bilder seht. Und heißt das jetzt, dass ich finde, dass solche Bilder in gutem Licht oder in guten Winkeln fake sind? Nein, weil in dem Licht und in dem Winkel schaut der Körper ja so aus. Also ist es für mich auch kein Fake. Ich finde es ehrlich gesagt auch schwierig. Es gibt ja sehr viele Accounts, die sehr auf Body Positivity sind auf Instagram. Und für mich persönlich, wenn ich dann ein Bild sehe, wo jemand sich extra blöd hinsetzt, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, aber halt extra, keine Ahnung, die Haut an den Beinen zusammenschiebt, damit man Zellulitis sieht, wo man einfach bei jedem Zellulitis sieht, wenn man die Haut so zusammendrückt, finde ich das auch jetzt nicht realer, als in gutem Licht sich hinzustellen. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie habe ich halt das Gefühl, es gibt nur diese zwei Extreme. Also entweder man präsentiert sich super fit und in super gutem Licht und dass man immer gut ausschaut und nur in guten Winkeln. Oder dann gibt es diejenigen, die sich in gutem Licht und daneben halt besonders schlecht präsentieren. Also die extra, extra authentisch sein wollen. Und ich mache jetzt extra diese Anführungszeichen, weil ich das Gefühl habe, dass das auch nicht authentisch ist. Weil natürlich kann man mal blöd da sitzen, aber wer von uns sitzt im Alltag da und schiebt seine Zellulitis zusammen, um extra schlecht auszuschauen. So schaut ja auch niemand aus im Alltag. Wisst ihr irgendwie, was ich meine? Also ich finde irgendwie diese beiden Extreme sehr schwierig und versuche irgendwie gerade für mich einen Weg zu finden, welche Dinge ich hochlade, mit denen ich mich identifizieren kann und die sich für mich jetzt irgendwie nicht fake anfühlen. Also ihr werdet es bei mir auf Instagram die Shootingbilder auch sehen und wie gesagt, die sind im guten Licht und ihr seht es auch oft genug Insta-Stories aus dem Fitnessstudio, wo ich in gutem Licht dastehe und dann natürlich irgendwas besser ausschaut oder der Po gepost ist oder wie auch immer. Aber wie gesagt, ich will euch daran erinnern, niemand schaut immer so aus, aber ich finde eben auch nicht, dass jemand so ausschaut, wie einige das darstellen und dann halt extra alles irgendwie so sich so verkrümmen, dass sie besonders schlecht ausschauen. Das ist irgendwie, ja, sind meine Gedanken dazu. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt oder ob ihr da schon mal euch drüber Gedanken gemacht habt. Ich will damit überhaupt nicht diese Accounts schlecht machen. Jeder soll das hochladen, womit er sich wohlfühlt und was er verbreiten will an Botschaften und was er in die Welt hinaustragen will. Also bitte versteht es mich nicht falsch und ich finde das auch cool, dass der Trend auch dahin geht, eben sich nicht nur von der besten Seite zu zeigen. Aber ich finde halt, dass alles, was irgendwie in eine extreme Richtung geht, schwierig ist für mich persönlich. Aber wie gesagt, die Dinge, die ich hochlade, sind auch natürlich so, dass ich mir drauf gefalle. Und ja, wir tun alle, was wir können. So viel auf jeden Fall zu diesem Thema. Da habt ihr jetzt noch die Shootingbilder. Und ich erinnere euch nochmal, ich freue mich, wenn ihr auf meiner Homepage vorbeischaut. Folgt mir auch gerne auf Instagram, falls ihr das noch nicht tut. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr noch kein Abonnent seid. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao!